Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in der Technical High School in Boston. Und es gibt hier noch irgendwelche sprechenden Wände. Oder es sind Raider. Wahrscheinlich. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Hoffentlich haben sie keine Hunde. Das ist ziemlich laut. Ich hab was gehört. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Mit Sicherheit sind sie eine Etage höher. Naja, das hätten sie ja wohl mitgekriegt. Die App-Test steht an. Kommt ab nächsten Monat Samstag zu den Übungsstunden bei Schwester Josephine. Oh, da hat jemand so lange drauf gesessen. Antibiotika, na endlich! Haben wir nicht noch was? Ich glaube, wir haben schon alles aufgebraucht. Das kann man immer gebrauchen. Erinnert bitte eure Eltern daran, dass die Ladezone in Trevitt für Busse reserviert ist. Was war das? Ach, so eine Falle. Eine Laserschranke. Zum Glück hat sie nichts mehr ausgelöst. Und noch mehr Antibiotika. Ja, wie schön. Sie hätte aber was auslösen können hier. Irgendwas brennt über uns. Heutige Mittagessensauswahl, gegrilltes Crab mit Käse und Salisbury Steak. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Mit wem redet sie? Die App-Test steht an. Kommt ab nächsten Monat Samstag zu den Übungsstunden bei Schwester Josephine. Ja, unser Rüstungsteil. An das Geräusch habe ich mich mittlerweile ganz gut gewöhnt. Aha. Also wenn die Tarnung eingeschaltet wird. Musst du schon mehrere Tage nachsitzen? Komm zum Blutspendemobil und dir werden 2 Tage abgezogen. Zum Blutspendemobil? Aha. So kommen sie an das Blut der Schüler. Oh, Curry. Erinnert bitte eure Eltern daran, dass die Ladezone in Trevitt für Busse reserviert ist. Ach, das gibt's doch nicht, der Tisch. Ich werde diese der Tisch war zu klein, ich konnte nicht. Ich konnte nicht so schnell darüber drehen. Das war der letzte, nein. Da ist immer noch einer. Moment mal. Vergesst bitte nicht, dass wir ein geschlossener Campus sind. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nach. So, Ruhe jetzt. Oh. Das war ja mal eine Aktion gerade. Wo war das? Brennen wir? Nein. Ja, dann mal her mit dem Zeug. Wir nehmen gerne eure Kronkorken. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Kronkorken nehmen wir gerne und Stimpaks.
Stellvertretender Schuldirektor Pagliarulo möchte das Schwimmteam daran erinnern, dass es nachts wird, wenn im Keller nochmal überall Wasser ist. Ein bisschen Licht, dann sehen wir wenigstens, was wir hier machen. Mhm. Na denn. Ja, haben wir doch schön aufgeräumt hier. Die heutige Mittagessensauswahl. Oh nein. Funktioniert nicht, das Mikro. Es kippt nur. Mhm. Joa. Bing, bing. Was, was, was? Oberstufenschüler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Jemand sollte das Licht... Zumindest sieht es ver... Hey! Ich habe es doch extra gerade ausgeschaltet. Curry, das Licht verrät uns. Ich muss eine Gehirnerschütterung. Wer ist da? Hey, wer ist da? Was war das? Selbstschuss? Aufregung wegen nichts. Ja. Das war aber nicht gut ausgerichtet. Oder vielleicht ist es so, weil wir schleichen. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Wer? Boah, der Affe. Hier klingt inzwischen alles nach Schritten. Was? Was? Na, wenn man in die Hände klatschen könnte oder so. Ich bin verrückt, ich schwör's. Aber Moment mal, wir können doch irgendwas werfen. Na, wenn man was sucht zum Werfen, dann ist nichts da. Merkwürdig, das hat er nicht gehört. Wir möchten euch daran erinnern, dass Baseball erst nach der Schule erlaubt ist und gefundene Radios eingesammelt werden. Das ist aber laut hier, was? Hm, da ist das Feuer, das wir vorhin gehört haben. Raider, Raider, Raider. Ja, unglaublich, dass die sich hier wohlfühlen. Was ist mit denen los? Da stimmt doch was nicht. Ich hätte wenigstens einen Raum schön eingerichtet. Nein, ich hätte es hier... Nein, das kann man doch gar nicht aushalten hier. Uah, Curry. Curry, alles ist gut. Ich dachte mir schon... Das würde ich wiedersehen gleich. Boah, so ein Stück Tür. Ah, ja. Es geht noch. Wir gratulieren dem Basketballteam zum Sieg gegen die Springfield Hawks letzte Woche. Los, Bärs! Kronkorken? Ja. Moment. Armee-Munitionstasche, da bekommt man doch gute Sachen raus. Jetzt fangen wir ja doch an zu plündern. Ja, wir halten nicht das, was wir vorgehabt haben. Also wir halten uns nicht an unseren Plan. Ich merke das schon die ganze Zeit. Vergesst bitte nicht, dass wir ein geschlossener Campus sind. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nach.
Sache ist süß! Leite defensive Gegenmaßnahmen ein. Oberstufenschüler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Na, da war aber ein Raider ganz schön kreativ. Ja. Oder es war ihm langweilig. Der Raider ist zu schwer zum Tragen. Oh. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Och nein, wir haben vergessen, Kräuteraufputschmittel zu nehmen. Jetzt wir gratulieren dem Basketballteam zum Sieg gegen die Springfield Hawks letzte Woche. Los, Bears! Jetzt sind wir übermüdet. Ja, liebe Welt da draußen, wir wollten aufs Dach oben. Nach oben. Weiter rauf. Was lag hier rum? Ein Teekesselchen. So, nach oben. Nein, wir wollten auch zum Feuer, waren wir da nicht gerade? Wir gratulieren dem Basketballteam zum Sieg gegen die Springfield Hawks letzte Woche. Los, Bears! Ach, los, Bears, sagt er. Ich hab Bert erst verstanden. Bärts? Was ist denn Bärts? Los, Birds. Birds, vielleicht. Also Terminals und so weiter, das haben wir ja alle schon gelesen, als wir zum ersten Mal hier gewesen sind. Das machen wir ja immer so. Ha! Zugang zum Dach. Und da müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal reingucken, finde ich. Schauen wir mal, was wir so auf dem Dach finden. Oh, Moment. Genau, es sollte nämlich noch ein Raider hier sein. Scheiße, was war das? Siehst du? Curry? Seht ihr, liebe Welt da draußen? Jetzt erwidere das Feuer. Ach, da. Ach, Curry. Gewalttätige Neigungen verkürzen deine Lebenserwartung erheblich. Gehst du jetzt echt nach unten? Nein, oder? Na, ich weiß, sie würde... Doch. Sie schnappt ihn sich. Ist nichts Persönliches. Einfach nur oder ich. Ich verfüge über... Ich sehe nicht. Oh. Oh nein. Ich wollte zugucken. Kann ich gar nicht mehr jetzt. Das ist für dich. Immerhin bekomme ich so Kampfverletzungen zu sehen. Mir wäre es lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Curry, das war mal eine Leistung. Du hast ihn direkt mit dem Kopf dazwischen die Sprossen der Leiter. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Nein, Curry, das war nicht, aber... Das ist doch wohl ein Thumbnail wert, oder? Was auch immer passiert... Wir müssen dieses Bild müssen wir als Thumbnail nehmen. Was auch immer passiert. Das hat Curry super hinbekommen. Naja, wir werden schon dran denken, oder? Ah, man weiß es nicht. So eine Folge ist immer lang. Naja, auf dem kleinen Thumbnail sieht man das auch nicht so gut immer.
Ja, das wird doch schon funktionieren, oder? Man sieht, er hängt. Ach, wir haben ja das Video. Das können wir uns ja mal wieder angucken, wie witzig das ist. Wenn er da so in den Stufen hängt. Wir bleiben auf dem Dach. Da oben hat ja noch jemand gemotzt. Da hat sie ihn aber auch da reingepfeffert. Klar. Wir bleiben auf dem Dach. Wo bleiben wir auf dem Dach? Ich sehe einen Schatten da oben. Das könnte Curie sein. Ja, das wird Curie sein. Curie, hast du noch jemanden gefunden? Erster und letzter Fehler. Na, wo ist er denn? Wir scheinen Setzkampfhandlungen fort. Dein Puls und deine Vitalparameter sind noch im akzeptablen Bereich. Moment mal, überprüfst du mal einen Puls? Wie machst du das? War er das? Na, ich bin nicht ganz sicher. Können wir hier schlafen? So ein Stündchen wenigstens. Nein, sieht nicht danach aus. Ja, aber wir werden nicht nochmal durch das Gebäude müssen. Wir können hier runterspringen. Das war kein Runterspringen, das war Raufspringen gerade. Das ist zu hoch zum Runterspringen. Aber auf dieser Seite. Hier werden wir runterkommen. So, ein weiterer Ort, der sicher ist für die nächste Zeit, bis hier eben wieder welche einziehen. Ah, da müsste man eigentlich jetzt hier vorne Geschütztürme oder was aufbauen. Oder einfach eine Alarmanlage. So, damit wir dann irgendwo zentral die Daten kriegen und dann wird gesagt, da sind wieder welche eingezogen. Geh mal gucken, da wurde die Alarmanlage ausgelöst mehrfach. Stiller Alarm, wisst ihr? Ja, weiter geht es. Juhu, weiter geht es. Ja, wir räumen weiter auf hier. Sollen wir hier mal vorbei? Ja, vielleicht. Nuka Sherry? Ist hier ein Nuka Sherry-Werk? Ach was. Ich wollte sagen, hier spielt jemand Fußball. Da ist ein großes, großes Tor. Nein, das ist nur so ein Netz, das Supermutanten da aufgebaut haben. Was? Ja, genau. Ich dachte, ich hätte einen Hund gesehen. Der Arme war ganz alleine hier. Die haben aber auch immer Kronkorken. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Fällt mir mal gerade auf, was machen denn Supermutanten mit Kronkorken? Die gehen doch zu gar keinem Händler, um Handel zu betreiben dort. Wir sind am Ende der Folge, liebe Welt da draußen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.